Ja, wie kriegst denn du das Schubfach hier noch? Das hier? Ja. Nein, das ja. Das unten. Das musst du an der Seite anfassen. Naja, klar. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Bauvlog. Ja, es sind jetzt die letzten zwei Wochen, die ich euch jetzt gleich nochmal zeigen werde. So viel ist gar nicht passiert. Logisch, vor Weihnachten, nach Weihnachten ist immer so viel zu tun. Aber euch wünsche ich erstmal ganz herzlich ein ja, gesundes, glückliches, neues Jahr. Gesundheit auf alle Fälle ganz, ganz wichtig. Und ja, für uns ist heute erstmal noch der 31.12. Das heißt, wir sind noch im alten Jahr 2022. Herzlich willkommen zum letzten Bauvlog in diesem Jahr. Ja, ein Jahr schon wieder vorbei und ihr seht selber, tja, wir arbeiten zwar hier drin, aber wir wohnen noch nicht hier drin. Naja, dieses Jahr war halt ein bisschen, naja, würde man sagen, bescheiden. So, wo geht's heute los weiter? Es geht nicht los, es geht weiter und zwar im Badezimmer. Ich werde heute hier meinen Fliesenspiegel vollenden. Und zwar waren wir gestern mit der Anne auf der Baustelle gewesen und die Anne meinte auch, ja, zwei Stück übereinander, das reicht vollkommen zu hoch, sieht nicht schön aus. Bin ich hier vollkommen einer Meinung. Und was noch besser ist, ich kann das so so wie es ist, lassen. Ich muss hier nicht irgendwie versuchen, einen geraden Abschluss zu finden. Bin ich schon mal heilfroh. Ja, da muss ich auf alle Fälle, was ich nicht vergessen darf, hinter diese Fliese wieder die Mischung zu schmieren, weil ich hatte da letztens extra rausgekratzt, weil ich nicht wusste, wo die Fliesen enden werden, damit ich hier noch mit meiner Schiene rein kann. Und ja, die muss ich auf alle Fälle dahinter schmieren, die Mischung, weil irgendwann soll doch hier so eine Scheibe ran und da kommt hier so ein Abschlussprofil und spätestens dann, wenn keine Mischung dahinter ist, fällt es mir wieder ein, warum keine dahinter ist. Genau, dann nämlich, wenn die Fliese platzt. Ja, also werde ich mir jetzt den Fliesenkleber anrühren, die beiden reinlegen und dann werde ich mit dem wunderschönen Einbauschrank weitermachen. Apropos Einbauschrank, da war letztens ein Kommentar, wie wir den putzen wollen. Der wird voraussichtlich genauso geputzt wie der Rest hier von dem Zimmer. Und zwar ist das 05er Filzputz, den habe ich auch schon da liegen. Ich habe ihn selbst noch nicht benutzt. Der ist jetzt 0,5 mm. Der, den wir in unserem Wohn-Essbereich hatten, der war 0 bis 1 mm. Und das ist eigentlich das Feinste, was geht. Und das wollen wir hier für die Wände nehmen. Und damit füllt man den Schrank auch komplett. Haben wir auch schon mal da, wo wir jetzt wohnen, gemacht. Sieht tipptopp aus. Ja. Und ein Tischler hier bei uns im Nachbarort, der baut uns dann hier die, da war ich auch schon gewesen, die Auszieher und die Schranktüren. Geht alles in Gang. Ja, was meinen schönen Schrank angeht, musste ich leider etwas umdisponieren. Ich habe mir nochmal überlegt, weil die Verbindung, die ich hier mit diesem Gasbetonstein mache, die ist wirklich nur, ja, genau, weil Gasbetonstein ist einfach nichts für irgendwelche tragenden Sachen. Bei den Sachen geht das, weil hier kommen Schubfächer rein, das ist nicht so schlimm und außerdem macht der Tischler von innen nochmal so einen Holzrahmen, den er hier anklebt, wo der eigentliche, das eigentliche Schubfach dranhängt. Das einzigste, wo es ein Problem ist, ich ziehe jetzt hier an den jeweiligen Außenseiten da und da noch bis ganz hoch, bis unter die Decke und in der Mitte auch noch und hier kommen dann Türen rein und das Mittelteil, das liegt natürlich hier drauf und das ist definitiv nicht gesund für diesen Gasbetonstein und deswegen musste ich jetzt nochmal umdisponieren. Ich habe mir jetzt heute schon ihn fertig gemacht gehabt, aber der passt nicht. Den muss ich ein bisschen kleiner machen, damit ich diesen Abstand hier größer hinbekomme. Denn ich habe draußen noch alte Ziegelstürze. Oder was hier ist? Alte Ziegelstürze, die haben wir mal nie eingebaut. Ich habe gerade mal einen reingeholt. Da liegt das gute Stück. Der muss mal ein bisschen kurz auftauen. Und den schnitze ich mir dann auf die richtige Länge. Den werde ich dann hier in die Mitte reinbauen. Was das Teil ist. Und wenn ich dann die Wand hochziehe, kann die auf diesem Ziegelsturz liegen und dann dürfte eigentlich so gut wie nichts mehr passieren, weil die richtige Last wird der Ziegelsturz nehmen. Mal gucken, vielleicht mache ich den auch ein kleines bisschen höher als die beiden Sachen, nur minimal, dass die Last wirklich auf den Ziegelsturzen liegt. Das mache ich einmal in der Etage,
in der Etage, dann sind die beiden Ziegelstütze, die ich draußen liegen habe, also einer liegt da schon drin, sind die auch aufgebraucht. So, mein Plan. Wie ihr sehen könnt, es ist noch Mischung da und ihr habt außerdem auch noch gesehen, wie ich, wo ich die Fliese geschnitten habe draußen, hatte ich gleich noch mal den Betonsturz in der Mache und den werde ich jetzt hier noch einsetzen mit der restlichen Mischung, die ich habe. Hallöchen, heute ist Donnerstag, der 22.12.2022. Für alle, die heute heiraten sollten, alles Gute. Ja, ich heirate heute nicht. Ich habe heute was mit meinem Schrank hier vor und zwar endlich mal wieder weiterbauen. Ich werde den ersten Gasbetonstein, den ich jetzt hier ansetze, da werde ich auch ein Loch hinten reinbohren mit diesen Dübeln hier. Oder eine Schraube, mal sehen. Werde ich mir dann hier auch noch ein Loch reinbohren, dass ich wenigstens hier irgendwo ein und vielleicht hier oben nochmal irgendwo ein mit der Wand verbinde, dass mir der Schrank nach oben kippen wird er nicht, aber dass der Riss, der hier sowieso erscheinen wird, dass der vielleicht nicht ganz so groß sein wird. Wahrscheinlich muss ich hier noch eine Gewebeecke reinziehen, mal gucken, weil ich schätze mal, das hier wird ein ganz schwacher Punkt sein, da reißt mir das bestimmt. So, naja, der Schrank, mühsam ein herzliches Eichhörnchen. So, dann werden wir mal sehen, wie wir das jetzt machen, ja? Dann nehmen wir uns den Stein. Dann stellen wir den mal hier so ran. Schön. Wo machen wir jetzt das Loch? Bohren wir erstmal in den Stein ein Loch. Zack, zack, zack. Dann nehmen wir uns das Ding hier. Passt sogar. Wahnsinn. Jetzt stellen wir das hier ran. So ungefähr. Und dann machen wir uns hier einen Punkt. I get dirt on my shoes. I don't mind climbing eight more floors, 'cause these stairs are all heading to you. Herzlich willkommen, wir haben den 27.12. Boah, die Weihnachtsfeiertage sind vorbei. Du bist nur am Fressen, will ich es mal sagen. Wirklich Katastrophe, eigentlich ist man wirklich froh, wenn es vorbei ist, obwohl die Zeit auch schön ist. Kommt die Familie wieder mal zusammen, die sonst überall in der Weltgeschichte rumschwirrt. Bei uns hier im östlichsten Teil von Deutschland ist das immer ganz, ganz lustig anzusehen. Denn wenn ich hier mit einem Auto rumfahre, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele ausländische Kennzeichen, sondern, na gut, ausländische Kennzeichen sind auch mit dabei, Österreich, Schweiz,
Ja, wie viel fremde Kennzeichen hier rumfahren, ist der Wahnsinn. Was liegt an? Bei mir liegt heute an den Schrank. Ich will ihn auf alle Fälle versuchen, ein bisschen besser zu bauen. Wobei ich letztens, wo ich hier feuern war, zwischendurch schon mal festgestellt habe. Ich habe mir mal ein Zelt genommen und mal die Steine hier durchgezählt. Ich habe noch 6 komplette Steine. Und das wird nicht reichen. Da drüben liegt aber noch etwas Bruch. Das heißt, ich muss irgendwie den Bruch versuchen, hier mit einzubauen. Habe ich erstmal den Mist weg, brauche ich nicht ihn entsorgen, weil Gasbeton ist richtig teuer zu entsorgen, nur mal so zur Info. Und aber den ganzen Bruch hier mit einzukleben, macht sie natürlich bescheiden. Schöner ist natürlich ein Stein, zack, bist du fertig, anstatt diese ganzen kleinen Schnipsel. Naja, ist halt so. Hallo ihr Lieben, auch ich bin mal in der letzten Woche von diesem Jahr wieder auf dem Video. Naja, ich habe mich ein bisschen rar gemacht. Zum einen war ich ja krank gewesen, mich hat echt die Grippe erwischt. Und irgendwie bin ich immer noch nicht so richtig, gesund, würde ich sagen. Aber, naja. Das sind diese Spinne. Was ist Spinne, ist das? Ne? Ja, die wird auch warm haben, die Spinne, ne? Wir sind hier, wie ihr sehen könnt, ja in der Küche und hier wird es auch in nächster Zeit erstmal weitergehen, denn Anfang des Jahres kommt der Küchenbauer, der hier oben das Loch zumachen wird. Ich glaube mit hier diesem Brett, was hier so steht, dann kommt ja unser Herd endlich rein. Und ich glaube schon mal, das war's eigentlich, oder? Im Normalfall ist ja eigentlich alles soweit. Ach, was mir letztens aufgefallen ist. Fertig, was ist dir aufgefallen? Wo ich den Ohrmann gesucht habe. Ja, wie kriegst denn du... Der Schub war hier hinten noch. Das hier? Ja. Nein, das hier. Das unten. Das musst du an der Seite anfassen. Naja, klar. Hier ist die Griffmulde. Aha, sehr doof. Ich habe jetzt hier gefunden. Dachte mir, das ist ja bescheuert. Hier kommst du gar nicht in die Pfoten dazwischen. Oh, Schatzi, ey. Bist du an der Seite? Wie würde der Axel sagen, bist du auf der Wurstbrühe hergeschoben oder was? Scheiß. Und da haben wir uns mit Stefan jedenfalls gedacht, hier muss es auch endlich weitergehen. Das ist ja alles noch, ne? Ihr seht hier oben fehlen die restlichen Lampen. Ganz hinten die Lampen fehlen noch. Hier soll ja endlich mal gefliest werden. Die Fliesen sind da und wir machen uns halt mal mit Stefan einen Plan. Das wird auf alle Fälle in nächster Zeit sein, dass wir das fließen werden. Und wir müssen ein bisschen ins Dunkle gehen. Es sind ja hier überall noch diese Klebestreifen dran. Die müssen auf alle Fälle ab. Auch dort hinten sind die noch, da fehlen die Lampen. Überall muss noch Silikon rein und es sieht Katastrophe aus. Wir müssen ja erstmal ein bisschen aufräumen. Und dann bin ich froh, wenn hier endlich mal ein Raum soweit fertig ist. Ja, und dann kann es auch später nach und nach auch mit dem Bad weitergehen. Irgendwie, wenn wir Zeit haben, Stefan, denke ich mal, kann man dann eigentlich schon fast putzen. Apropos Bad, ich muss mal gucken, wie es aussieht. Ich war ja schon eine Weile nicht mehr hier. Kannst du dir den Riss in der Dusche mal angucken? Den Riss habe ich ja schon gesehen in der Dusche. Na klar, habe ich den schon heftig gesehen. Oh, der Schrank. Ist ja top. Fettes Ding. Ach so, wenn wir im Bad sind und apropos das Dilemma mit unserer Duschwanne hier, mit diesem kleinen, aber feinen kaputten Fleck hier. Vielen Dank erstmal an alle, die uns geschrieben haben im letzten Video, was man machen könnte. Also es sind ja so viele Ideen gewesen, es ist der Wahnsinn. Auf die einfachste Idee sind wir gar nicht gekommen mit dem Stefan. Und zwar haben einige geschrieben, Mensch, es gibt so eine Reparaturkits direkt für diese Duschwannen. Und da ich mir gedacht, klar, man könnte ja mal beim Hersteller gucken oder da, wo wir eben diese Duschwanne her haben. Und ja, Leute, es gibt ein Reparaturkit dafür. Das ist zwar echt teuer, 42 Euro, aber wir haben uns gedacht, wir werden das holen, dann ist es wirklich optimal, bevor wir jetzt irgendwie mit, erst habe ich gedacht mit Epoxidharz, dass wir das damit machen, ein bisschen mit so, gibt es so Farbpigmente, ne, habe ich gesehen, dass wir Farbpigmente mit reinmischen, halt nur mit Mineralkarte gucken. Aber ich habe dann von meiner Cousine,
liebe Annette, gehört gehabt, dass die das auch schon genutzt haben, jetzt nicht für die Duschwanne, aber um, ich glaube, Bretter hatten sie oder einen Tisch hatten sie damit ein bisschen, damit man es halt abwischen kann. Ja, mit Epoxid hat es eingestrichen oder keine Ahnung, wie man das halt macht. Und das ist wohl nicht ganz so fest und deswegen habe ich mir auch gedacht, nee, lass mal das, da ist das nichts dafür. Also am besten Reparatur-Kit und ja, ihr werdet sehen, wie es ist. Ne? Also ich werde es erstmal bestellen, mal gucken, wann es kommt und dann werden wir uns irgendwann mal daran tun. Aber das rennt ja nicht weg, wie viel ist ja. So, und das Letzte auf meiner Liste, was ich noch sagen wollte, ihr merkt, ich habe schon lange nicht mehr geredet, aber ich lese halt immer die Kommentare und komme nicht dazu, euch das zu beantworten oder jedenfalls so in einem Video. Und zwar geht es hier nochmal um die Haustür, die wir hier drin haben. Haben auch einige geschrieben, ob die Farbe so bleibt. Wir haben uns mit Stefan überlegt gehabt, nein, ich glaube, die bleibt nicht so, weil irgendwie passt das doch nicht so optimal zu den roten Fliesen hier draußen. Die Farbe passt richtig super zu der Tür, die wir im Anbau haben. Das ist ja auch eine Eichentür. Aber da haben wir halt nicht diese roten Steine. Und ja, jetzt haben wir halt einfach gemerkt, wo wir es eingebaut haben, die roten Steine und diese Eichentür. Ja, würde ich sagen, es knifft in den Augen. Deswegen, ich denke mal, irgendwann im Sommer oder im Frühling, wenn einfach schöneres Wetter ist, werden wir das nochmal ändern. Einige haben geschrieben, oder viele haben geschrieben, macht es doch weiß, aber weiß möchte ich es von draußen nicht haben. Sieht zwar schön aus, unsere Terrassentür, die ist weiß, aber weil das einfach so eine Holztür ist und ich glaube, man kriegt das, wenn man das selber macht, nicht so hundertprozentig hin. Ich habe das schon hier gemerkt, ist zwar eine tolle Farbe, aber ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, dass das draußen so optimal hält oder ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Die Farbe, die wir draußen gestrichen haben vom Osmo, Einmalasur, so heißt das. Und bin ich wirklich zufrieden damit. Und die gibt es ja auch nochmal in so einem Rot eben. So ein, wir hatten das auch schon mal probiert gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Hat man ja am Holz einige Farben so ausprobiert. Aber beim Rot hatten wir uns gedacht, sieht vielleicht langweilig aus. Aber ich glaube, das wäre die beste Wahl gewesen mit dem Rot, weil es eben zu den Steinen gepasst hätte. So, naja, man muss halt manchmal auch einen ersten Fehler machen. Um dass es dann richtig ist. Ich hoffe, das Rot passt dann. So, Stefan, mach mal los. Los geht's, ja. Genug gequatscht. Also ich bereite jetzt die Fensterbänke so weit vor, dass wir dann in nächster Zeit hier die Acrylkanten ziehen können. Das heißt, jetzt wische ich erstmal alles ab, dass es schön staubfrei ist. Und in den letzten Videos wurde ich auch immer mal wieder gefragt, ob wir zufrieden sind mit den selbstgebauten Betonfensterbrettern oder Bänken. Und ja, ich kann es jetzt noch nicht wirklich sagen. Also wir haben es versiegelt, es lässt sich gut wischen, wie ihr seht. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es huckelig ist oder so. Ob das wirklich dann mal keine Wasserflecken oder sowas zu sehen sind, keine Ahnung. Also das ist einfach was, wir jetzt selber mal ausprobieren werden. Und wenn es wirklich irgendwann noch mistig aussieht, das Ganze, ist es kein Problem, das zu streichen. Ja, so unser Plan. Vom Aussehen zumindest gefällt es uns sehr gut. Die Amelie sagt immer, Mensch, es sieht hier vorne so dunkel aus, aber das hat nun mal Beton so an sich, dass es halt ein bisschen Masern hat. Ich kann euch das ja mal ein bisschen im Mahn zeigen. Jetzt ist es natürlich dunkel, weil ich es ja abgewischt habe mit Wasser. Aber so sieht die Fläche aus. Ja, halt typisch Beton, würde ich sagen, aber eben schön glatt. Naja, viel ist heute nicht wirklich geworden, aber wir können ein Häkchen auf unserer Liste machen. Merkt ihr es? Wir haben es endlich hell. Wir haben überall jetzt in dem, ja, in der Küche, Wohn- und Essbereich komplett die Lampen an den Decken. Also komplett ausgeleuchtet hier. Mir gefällt es vor allem, weil ich das nicht gewohnt bin in unserem jetzigen Haus. Da haben wir wirklich nur irgendwelche Funzeln. Könnte man gar nicht vloggen. Also hier haben wir wirklich die Möglichkeit, euch mitzunehmen im Alltag. Und meistens ist es ja so, weil wir mit Stefan arbeiten sind und gerade zu so einer Jahreszeit ist es halt einfach dunkel. Wir können erst abends vloggen oder könnten erst abends vloggen, wenn wir so einen Alltagsvlog machen würden. Und ja, mit dem Licht ist es natürlich optimal. Hier im Essbereich auf der Seite haben wir ja oben keine Leuchten. Also jedenfalls keine Deckenspots, sondern haben ja nur hier für den Tisch dann die Lampe. Und hier müssen wir mal gucken. Das sind ja uralte Glühlampen, die wir hier drin haben. Ich glaube sogar von der DDR oder sowas. Die müssen wir mal schauen, dass das ungefähr ja, die gleiche Wärme, das ist ja
Das Licht ist naturgenau, es gab es auch noch in Kaltweiß und in Warmweiß. Also wir haben wirklich die Mitte genommen, Natur, und da müssen wir halt irgendwie hier so diese Glühbirne noch hinbekommen, dass das so im Ganzen gut aussieht. Wobei, ich sage ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir hier komplett immer die ganze Beleuchtung anhaben, gerade wenn man abends sitzt oder so, dann kommen auf alle Fälle hier noch so kleine Stehlampen und sowas hin, dass es einfach gemütlicher ist. Aber manchmal braucht man halt mal richtig viel Licht, und das war immer schon mein Wunsch. Und ich bin glücklich, Leute, ich bin richtig glücklich. Yeah. Wir haben heute so wunderschönes Wetter. Ihr seht, es strahlt von außen hier rein. Und wir haben richtig Lust, mit Stefan heute was zu machen und haben überlegt, was wir machen könnten. Es gibt ja viele Sachen, die man ja weitermachen könnte im Bad und so weiter und so fort. Aber nein, wir haben uns gedacht, wir nutzen heute mal die Gunst der Stunde und werden den Fliesenspiegel hier anbringen in unserer Küche. Denn der Küchenbauer, der kommt ja dann Anfang nächsten Jahres. Und ich denke mal, das sieht schön aus, wenn das schon dran ist. Deswegen beeilen wir uns, weil wir wollen ja heute noch Silvester feiern mit der Familie. Dass wir es vielleicht sogar ganz schaffen. Schauen wir mal. Also wir haben Stefan jetzt echt lange überlegt, wie wir das hier so machen mit der Wand. Fließen wir es bis ganz hoch oder wenn nicht bis hoch, in welcher Höhe machen wir das Ganze an die Wand? Also es ist gar nicht so einfach. Fischgrät wirkt ja eigentlich auch nur, wenn du wirklich ein paar Fliesen übereinander hast, ne? Und der erste Plan war ja gewesen, dass wir hier, da wo das Holz endet, dass wir das in der Höhe machen. Aber wir haben schon mal geguckt, da kriegen wir vielleicht höchstens zwei so eine Fischgrätfliesen hoch, und das wirkt einfach nicht. Bis ganz hoch fließen, ja, sieht schon recht gut aus, aber wir haben ein bisschen Bammel, dass wir das einfach auch hier oben nicht hinkriegen mit diesen Holzbalken, also dass es einfach nicht schön aussieht, wenn wir das ausschneiden, die Fliese. Und jetzt haben wir uns gedacht, als dritte Option, Stefan hat schon Laser hingemacht, ihr könnt es sehen, dass wir bis hoch Fenster fließen und als Abschluss dann oben das so gerade fließen am Fenster und darunter dann eben ganz normale Fischgrätoptik. Also vom Gefühl her würde ich sagen, das ist jetzt echt das Optimalste. Ich drehe mich noch mal ganz kurz um. Wenn ihr nämlich diese Tür seht, auch die müssen wir irgendwie berücksichtigen, dadurch, dass die ja immer überall hier so eine, ja, zwischendurch so eine Absätze hat. Können wir nicht einfach irgendwo zwischendrin anfangen. Weiß nicht, man muss auf so viel achten, auf diese Tür achten, auf dieses Fenster achten, dass es dann zum Schluss recht gut aussieht. Und wir haben es halt wirklich mitbekommen. Wartet mal, ich krieche für euch hoch. Wenn wir die Fliese jetzt, die allererste, so ansetzen, haut die genau hier mit dieser Lücke vom Schrank hin. Also ich denke mal, optimaler kann es ja eigentlich nicht sein. Und es haut dann genauso, ihr seht den Laserstrich, mit dem Fenster hin. Naja. Also wir fangen jetzt einfach mal an. Mal gucken, ob das die richtige Entscheidung war. Solange der Stefan jetzt noch die restlichen Fliesen, kleinen Dinger dort reinfummelt,
habe ich mir gedacht, jetzt ist es ja hell, jetzt kann ich euch doch mal die Fensterbänke ordentlich zeigen. Das sind jetzt die, die ich hier abgewischt habe. Ich weiß nicht, was das hier für Flecken sind, aber ich habe festgestellt, dass hier ein Klebestreifen, irgendwie hier so eine Reste eben noch sind. Und da habe ich mir gedacht, ich habe jetzt mit dem Fenster einfach mal angefangen, ich habe hier komplett alles nochmal geschliffen mit, was ist denn das, 180er, genau, 180er Schleifpapier. Und da sieht doch das gleich viel, viel schöner aus wieder. Also für euch ganz im Nahen, ne, also das muss alles hier dann noch mit Acryl ordentlich gemacht werden. Aber im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Ich liebe auch diese Löcher hier so drin, also richtig typisch betonmäßig. Ja, ich würde sagen, alles richtig gemacht. Wo nicht alles richtig gemacht ist, man sieht es gleich, Katastrophe. Ich hoffe, ich kriege das hin, ich werde das alles drum abschleifen. Der Stefan hat das eingebaut und vermutlich war dieses Teil, weil wir haben ja immer nach und nach das Ganze gemacht, nicht versiegelt. Ihr könnt sehen, die ganzen Wasserflecken. Und naja, schön sieht es nicht wirklich aus. Im Gegensatz jetzt, ne, da drüben so ein schönes Grau und da so ein komisches, weiß ich nicht, beige-grau. Ich werde das jetzt mal schleifen, mal gucken, was passiert. Also ich würde sagen, Glück gehabt. Hier, ich habe ein bisschen geschliffen gehabt. Jetzt mal ein bisschen grüber, das erste Mal. Was ist denn das für eins? 800er. Und dann werde ich nochmal komplett dann mit 180er rübergehen. Und es ist wieder grau. Und die Flecken gehen alle komplett weg. Bin ich jetzt echt froh. Und ich werde alles jetzt durchschleifen, die ganzen Fensterbänke. Also es dauert ja nicht lange. Und dann werde ich das Ganze nochmal versiegeln. Ich muss mal gucken, wo die Versiegelung ist, weil die Versiegelung ist echt top. Ich hätte es nie gedacht. Ich gucke nochmal, welche das ist und dann zeige ich euch das mal. Ich muss das euch nochmal zeigen. Guckt euch mal diesen Unterschied an. So sah es vorher aus, so dreckig, hässlich und jetzt richtig schön betongrau. Das ist eigentlich optimal, gar nicht groß pflegebedürftig. Das heißt, wenn hier irgendwann wirklich mal irgendwelche Flecken draufkommen sollten, abschleifen, kurz neu versiegeln und fertig. Also ich bin wirklich zufrieden mit den Betonfensterbänken. Ich wusste am Anfang auch nicht so richtig, gerade so neues Material, ob das so das Optimale ist oder nicht, aber ich gebe einen Daumen nach oben, man kann es wirklich nachmachen. Fensterbänke sind geschliffen und jetzt habe ich mir die Imprägnierung genommen von Mellarut, Stein und Platten. Damit hatte ich das Ganze schon mal versiegelt gehabt, habe das einfach jetzt hier reingemacht. Und jetzt werde ich das zum Teil mit der Rolle und mal gucken, die Kanten vielleicht im Pinsel streichen. On the cans blue, need one for ball pants, baby, grab two. Lay out on the front and get your tan on. Water to my knees, 100 deep out at the sandbar. No keeping track of time, fuck a last call. Eyes on the prize, everyone looking like who she. Maybe off one in that two piece. Water clear is my intentions, I could make it splash. What's the cost of risking it all? I get paying cash. It feels right. Drop the anchor down, we'll be here for a while. Got me thinking about all the good times coming our way, oh yeah. Ooh, put it on me, hit my little pontoon shawty. It's okay, at the lake it's a party. It's a motherfucking party. Wir haben es geschafft. Es ist 17.30 Uhr. Wir müssen jetzt rucki zucki heim. Der Stefan veredelt noch ganz schnell den Fliesenkleber, denn eigentlich hatten wir ja gedacht, dass wir dort die Seite noch schaffen. Aber wir haben uns halt ein bisschen Zeit genommen, zu überlegen, wie wir das Ganze überhaupt machen. Ging dann eigentlich relativ gut. Deswegen nächste Woche geht es damit weiter. Ich finde es sehr schön. Ist Geschmackssache, Fischgrät. Ich weiß, gibt es wieder Kommentare, 100%ig ja. Die ganzen Fugen und die müssen sauber gemacht werden. Aber ich habe in meiner jetzigen Küche auch Fugen und ich habe kein Problem mit den Fugen. Nee. So, gut. Wie gesagt, wir müssen jetzt los. Wir wollen feiern. Wir fahren zu meiner Mutti und meine Geschwister sind alle noch mit da. Und wir wünschen euch eine restliche schöne Woche
oder eine Woche, die noch kommt. Bis nächsten Sonntag dann. Ciao.